jetzt habe ich endlich was, womit ich mich wehren kann. Er hat es auch eingestellt. Ah! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Und wir sind jetzt tatsächlich in Akt 3 schon am Ende. Das heißt, der dritte Akt ist immer der schlimmste. Das heißt, wir werden es heute wahrscheinlich nicht mehr überleben. Heute werde ich wahrscheinlich den Herzinfarkt sterben. Alter, ist euch das eigentlich mal aufgefallen, wie sich hier unsere Butze verändert, unsere Kabine? Auf diesem tollen Kreuzfahrtschiff? Ich meine, guckt euch das mal an. Hier sind Messer an der Wand. Die sind jetzt neu da drin. Die waren da vorher nicht. Und auch diese komische Kreatur, guckt mal, die hat sich auch verändert. Die hatte vorher keinen Fell hinten. Und jetzt hat sie Fangzähne und sieht noch viel grimmiger aus als vorher. Und hier, die ganzen Messer, ganze Küchenmesser. Das war quasi der Koch und seine Schergen. Die sind hier in unsere Butze eingefallen und haben einfach mal ihre Messersammlung ausgepackt. Schweinerei. So, ich gucke jetzt mal hier durch, ob da irgendwie noch was Neues zu sehen ist. Ja, nee, okay. Ja, nee. Nichts, nichts ist zu sehen, alles gut. Aber das Wetter wird immer beschissener. Ich will jetzt nochmal hier runter gucken. Irgendwas war mir hier gerade noch aufgefallen. Genau, die Figur hier, die hat jetzt einen Apfel auf dem Kopf. Wie bei Wilhelm Tell. Und hier sind viel mehr Scheinwerfer jetzt auch in der Bude drin. Irgendwie. Und hier steht jetzt Recording. Ah! You run, but do you know the way? Damit habe ich nicht gerechnet. You destroy the other. Die Tür ging bisher nicht auf. You follow reason, you see Ein Hund. You cut away the strings. Ich falle über den Hund drüber gleich. Heilige Scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Tür aufgeht. Ich dachte, die geht nicht auf. Wenn ich in den Aufnahmeraum sinngemäß gehe, dann verlasse ich quasi meine Charakterentwicklung irgendwie. Also es ist schon irgendwie ein bisschen sehr undurchsichtig, was da alles passiert. Muss ich sagen, bisher immer, ne? Das Einzige, was sicher ist, dass wir immer bekloppter werden, glaube ich. So, ich gehe dann jetzt mal hier rein. Wir haben auch hier diese eine Seite schon gefunden. Ich gehe jetzt mal hier rein. Wir gehen jetzt in den Vorführraum und starten mal Kapitel 3. Hier sieht es auch aus wie bei Hempels unterm Sofa, ey. Ein Donut! Messer! Das hat sich hier aber auch ganz schön verändert. Ah, warte mal, hier ist eine Notiz. Dein Charakterformen. In sich gehen. Kontext, Hintergrund. Was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Das ist eh auch immer noch so ein Punkt, den ich noch nicht ganz auseinanderhalten kann. Bildet er sich gerade ein oder versucht er gerade den Charakter für dieses Filmprojekt zu entstehen oder entstehen zu lassen in seinem Kopf, indem er sich auf seine Vergangenheit konzentriert und seine Vergangenheit channelt? Oder was genau passiert hier eigentlich gerade? Das ist eh immer noch nicht so ganz raus, finde ich. Okay, gucken wir uns mal das Machwerk an. Oh nein. Wieder die hässlichen Puppen. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder, a fuel for the flame, the lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle, hold him in place. Pull him under, away from the air, away from the light. Genau, weg vom Licht. Away, forever struggling, thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Oh shit. Only then can he be truly free? Kann das sein, dass dieser Film am Anfang immer so ein bisschen so Hinweise gibt, so versteckte, was dann in dem Kapitel dann kommt, so an Bedrohungen? Irgendwie kommt mir das fast so vor. Puh, okay, gut, dann geht. Oh nein.
ein Schacht, der sich aufgetan hat. Kann ich nicht wieder zurück? Okay, kann ich nicht. Danke dafür. Danke für nichts. Kann ich nicht den Zylinder wenigstens mitnehmen? Dann sterbe ich wenigstens gut aussehend. Mal gucken, ob uns auch der wabbelnde Schwabbermann wieder im Besuch abstattet. Ich muss da reinspringen. Oh shit. Hier flüstert's. What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Hm. Das ist ja ganz faszinierend, dieses Geräusch, was man hört, wenn man in große Muscheln reinhört tatsächlich. Das kommt natürlich daher, dass die so eine Spiralform haben und dass dann natürlich der Wind oder beziehungsweise die Luft da ein bisschen drin zirkuliert natürlich, ne? Und das hört man halt. Und wenn man die natürlich nah ins Ohr ranhält, dann wird das Geräusch natürlich auch nochmal verstärkt. Oh Gott, nein. Okay, ich muss die Klappe irgendwie offen halten anscheinend. Okay, jetzt geht's. Oh mein Gott. Wie das alles völlig dunkel ist da hinter mir, ey. Was ist denn das hier? Wir sind hier irgendwie in einem Haus. Das ist doch nicht mehr auf einem Schiff. Das ist... Ach. Was denn das für ein Haus? Wer hat das denn gebaut? Mickey Maus? Wahrscheinlich war es Goofy. Goofy hat das Haus gebaut. So sieht es nämlich auch aus. Scheiße. Da sind lauter Filmrollen. Ich kann aber hier nichts nehmen. Hier ist noch ein Raum. Wir sollten auf jeden Fall, wenn es Nebenräume gibt, immer versuchen, die Nebenräume auch anzugucken. Wenn es denn geht, wenn wir denn dürfen. Leider dürfen wir nicht. Das ist so ein Stummfilmhaus. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Dracula-Haus. So ein bisschen so aus so einem alten Stummfilm. Das ist auch gruselig. Ein dicker Blutfleck direkt da, wo der Kopf ist. Das ist verstörend. Das bewegt sich aber auch alles so ein bisschen. Merkt ihr das? Das bewegt sich so ein bisschen. Das schwankt so ein bisschen. Klappe zu. Was ist das? Ein Schlüssel, Kitchen. Was ist das? Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle, einen Piratenfilm. Ich habe gehört, die Amis lieben ihn. Fluch der Karibik. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführungen bedeutet mehr Hinterteile in den Sitzen und mehr Gründe, um dich wieder zu bezahlen. So, so. Bala, 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 bala. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas Schönes? Vielleicht kann ich da rein. Oh ja, da kann ich rein. Ist das der Keller? Nein, das ist nicht der Keller, oder? Das ist nicht der Keller, das ist nicht der Keller. Okay, nein, warte, ich will woanders das machen. Ist das... Hm. Was haben wir denn hier? Come, faithful servant. For tonight we brew a ghoulish concoction. The world's strangest stew. Ich komme mir auch irgendwie ein bisschen klein vor, oder? Guck mal, also ich bin jetzt nicht geduckt, ne? Nochmal so als Info für alle, die sich gerade wundern. Jetzt bin ich geduckt. Jetzt stehe ich normal. Mein Gesicht oder mein Kopf ist quasi auf Höhe der Türknäufe. Das heißt, ich bin offensichtlich ein Kind. Was haben wir denn hier? Barley, der Kanonier. Er isst viel, sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. So, so. Was, Barley? Auch interessant. Ich bin entweder ein Kind oder ein Zwerg. Oh nein. Vielleicht sollte ich doch erstmal runtergehen. Ich kann es anfassen. Ich kann drin rummanschen.
jetzt auch ein bisschen eklig. Ach, ich kann nicht mehr zurück. Scheiße. Was wäre denn jetzt da unten gewesen? Ich darf nicht mehr zurück. Man muss eben wirklich... Oh, wir haben wieder Farbe. Man muss eben wirklich... Ih, ein Gehirn. Oh nein. Seasoned by sadness. Burnt from within. Ravaged by madness. Rotten with sin. Er hat das Gehirn nicht wirklich eingesteckt, oder? Ist nicht euer Ernst. Okay, habe ich jetzt hier die Wahl, wo ich lang gehe? Wir können da lang? Da nicht, okay. Das wäre jetzt auch interessant. Ist die Tür vorher offen gewesen und habe ich mit meiner Entscheidung quasi in dem Moment die Tür verschlossen, als ich die andere aufgemacht habe? Das wird ein zweiter Durchgang wahrscheinlich dann klären. Oh shit. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kuckuck. Das ist nicht das, was ich denke, was jetzt passiert, oder? Was? Wehe, du beißt mich. Torn up by conflict. Ravaged by war. Flawed on the surface. Warped to its core. Rar. Rar, rar, rar. Jetzt habe ich endlich was, womit ich mich wehren kann. Er hat es auch eingesteckt. Ah! Ihr Schweine! Ihr hässlichen... Du hässlicher Fratzen-Dumbo, du. Ich hasse dich. Mann! Okay, da ist ja auch noch eine Tür, Mensch. Hier ist immer noch zu. Wahrscheinlich muss ich jetzt da lang. Wehe, 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 wenn da einer steht. Hier steht keiner. Alles gut, alles gut. Oh. Ih, die Ratte zuckt noch da. Jetzt nicht mehr. Tot? Tot? Bin da nicht tot. Was? Was war denn das? Was ist das? Was ist das? Ich halt mal Abstand, ne? Hollowed by longing. Was ist das denn? Hardened by loss. Das ist ein Herz. Once slick and polished. Ein mechanisches. Has lost all its gloss. Das ist ein Metallherz. Sieht aus wie moderne Kunst. Du zuckst jetzt bestimmt, ne? Nicht? Nicht ein bisschen rumspuken? Nicht mich ein bisschen erschrecken? Nicht ein bisschen die Lautstärke aufdrehen? Nicht mal irgendwie ein bisschen ausrasten oder so? Wenn ich mich umdrehe, steht irgendwas hinter mir. Wenn ich mich umdrehe, hat er sich verändert. Ist irgendwas passiert gleich, ich weiß das. Warum... Ah! Tür zu. Immer schön die Türen, dass ich zumache. Da bleibt ja nur noch eine Tür, wa? Oder muss ich das alles da in diesen Bottich eigentlich reinschmeißen? Warte mal. Hat das hier noch irgendeine Bewandtnis mit dem Bottich eigentlich? Tatsächlich, das sind die Zutaten. Das sind die Zutaten für die Suppe. Look at it bubble. Look at it shake. The beast. Was? It's awake. Nicht der wabbelnde Schwabbermann. Was wär's das? Wer? Was? Okay, da darf ich nicht lang. Das Monster ist erwacht. Es ist bestimmt der schwabbelnde Wabbermann. Was ist das denn hier? Sieht aus wie der Eingang zu einer ganz kranken Pharmafirma irgendwie. Pillenfrei Haus. Look, Jimmy. Father's screening the Black Wanderer. Das ist das neue Eingangsdesign von Doc Morris wahrscheinlich. Ah, scheiße. Okay. Movie's almost over. Time to go. Ah,
Schlafzimmer. Ich habe einen Schlafzimmerschlüssel. Was gucken die sich denn hier an? Kenne ich schon, ist langweilig. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Au. Das war ein Ladeübergang. Das war mal einer, den sie nicht so gut versteckt haben. Normalerweise gelingt es ihnen eigentlich recht gut, die Ladeübergänge zu verstecken. Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang erhalten. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich habe dir gesagt, den Zutritt zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum seinen eigenen Gewicht stand. Ich wette, ich breche gleich ein. Oh. Wir sind doch wieder am Anfang hier, oder? Das ist doch wieder der Anfang von der Wohnung. Das ist wieder dieses... Ja, genau. Da ist wieder... Ich wusste es. Okay, wir haben einen Schlafzimmerschlüssel jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt ins Schlafzimmer. Careful. Oh, wow. Don't step into the light, or he'll see you. Was? Nein. Nein, nein, nein. Was? Don't step into the... Wow! Aufmachen! Schnell! Gott. Don't step into the step. Was? Delilah, der Topsgast. Durchgestrichen. Die Topsängerin. Nee, die Topsgästin. Sie mag Jungs sehr und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich. Vielleicht etwas zu freundlich. Also wenn die genauso aussieht wie hier auf dem Bild. Ich bin übrigens immer noch so klein. Also ich bin immer noch ein Mini-Mi. Warte mal, hat er mich die ganze Zeit schon angeguckt? Guck mich nicht an. Okay. Was ist das? Huch. Irgendwas läuft hier. Oh. War der Projektor schon... Nee, der ist gerade angegangen. Alte Wäsche wollen wir nicht. Ah, ein Dia. Ein Spiegel. Ein verdreckter. Ah! Ja, ich glaube, schräger wird's nicht mehr, oder? Also so... What the fuck? Jetzt mal ehrlich. Was geht hier ab? Oh nein. Das ist eine Fratze. Das sieht aus wie eine Fratze zumindest. Ah ja. Oh nein. Little scum. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything, and what do I get in return? A little gratitude, a little heart. Is that too much to ask? A lucky break, an ace up my sleeve, that's all I need. Mhm. Ist der Papa wahrscheinlich. Ach, ich kann das da abnehmen. Guck mal. Ich kann das auch wieder abnehmen. Ich kann das der Puppe da oben auf den Mund setzen. Warte mal. Deswegen kommt die zu mir runter. Ah. I told you to hide it. I told you to keep it safe. Was? How could you let him take it? Was? Was? It's all we have left of her. You have to find it. You have to take it back. Okay, okay, okay. Find it. Bring it back. Ja, ist ja okay. Oh Gott, das hat sich alles verändert. Das sind zwei verschiedene Realitäten irgendwie. Find it. Oh, scheiße. Bring it back. Ja doch. Ich arbeite dran. Oh Gott.
Gott, scheiße. Find it. Ja doch. Bring it back. Das ist nicht hilfreich. Das ist abgeschlossen. Find it, bring it back. Ja, was denn? Find it. Bring it back. Was denn nur? Was muss ich denn finden? Ah. Find it. Ich hab's. Bring it back. Ja, ja. Ist ja alles gut. Vielleicht doch irgendwas hier in den Schubladen? Nee. Okay, warte. So. Ich nehme das nochmal ab. Ich habe auf jeden Fall eine Karte. Warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe und dann das Ganze nochmal umswitche. Ach, das geht nicht. Ah, nee, Moment. Ich muss hier hin, genau. Hier nochmal hin. Genau, jetzt nochmal hier hin switchen. Jetzt kann ich ihm eine Karte zustecken. Ihm nicht, genau. Ihm kann ich eine Karte zustecken. Uprooted by tragedy, skewered by pain. Krieg ich jetzt irgendwas von euch? That's all you've ever given me. That's all you were ever good for. Ah, warte, hier ist was. Ja, okay, das haben wir schon. Okay, kann ich hier jetzt rausgehen eigentlich? Nee, ne? Nein. Es muss irgendwie was sein, was ich hier drin noch erledigen muss. Vielleicht jetzt nochmal abnehmen und in die andere Realität überswitchen? Weil was anderes kann ich hier jetzt ja so erstmal nicht nehmen. Okay, ich nehme das Ding nochmal ab. Jetzt nochmal... Nochmal hier rein vielleicht? Find it! Bring it back! Haben sich jetzt hier die Karten verändert, zufällig? Find it! Bring it back! Oh Gott, ja doch! Komme ich jetzt vielleicht raus? Find it! Bring it back! Nee. Find it, bring it back. Find it! Bring it back! Vielleicht fehlt mir noch was. In der Hauptrealität fehlt mir vielleicht noch irgendwas. Find it! Bring it back! Jesus Christ, das kann man sich ja nicht anhören. Ruhe! Gott. Okay, ich gucke hier jetzt nochmal. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was mir fehlt. Okay, nee. Das Ass für die Pokerspieler. Aber wo finde ich das? Hab ich das nicht außerdem gerade abgegeben? Nee, warte mal, dir gebe ich das jetzt nicht. Ich gebe das jetzt nochmal hier drauf. So. So, das Ass ist hier. Ach, hier ist was aufgegangen. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Wo ich das Ass ihm gegeben habe, ist das aufgegangen. Alles klar. Das brauche ich, glaube ich, in der anderen Realität. So, jetzt nehmen wir das wieder weg. Und dann geben wir das der Puppe wieder zurück. Find it! Bring it back! Hab ich doch. So, alles gut, da. Oh, keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. She gave everything for you. Prove that it was worth it. That you weren't a mistake. Alles klar, merkwürdige Puppe, die an der Decke hängt. Ich werde es tun, aber irgendwie glaube ich... Entweder ist das eine Kindheitsfreundin, die da immer zu mir spricht, oder eine Schwester. Ein Geschwisterteil. Aber ich würde fast sagen, das ist mehr eine Freundin oder so. Ist schwer zu sagen, ey, was da genau abläuft. Okay, ich kann aber nicht raus. Ich muss nochmal in die andere Realität wechseln, so wie es aussieht. Ist hier jetzt was anders? Ah ja. Oh shit. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Ah! Was? Ah! Gruselige Statuen, die einen angucken und alles. Ich will hier weg. Quiet. Just watch. Watch?
Ja. Wow. Kenn ich auch schon. Ist alles langweilig. Das Kino heutzutage ist auch nicht mehr das, was es mal war. Was? Basement? Der Keller. Scheiße. Will nicht in den Keller. Ich will nicht in den Keller. Basement ist immer scheiße. Oh Gott. Da loot es wieder. Das, die Sicht ist auch immer eine andere. Guckt mal, jetzt ist da dieses komische Fratzenbild, was wir gerade schon hatten. Vorhin war da noch dieser komische Pilleneingang abzusehen da in dem Loch. Keller klingt gut. Ihr wollt mich ja rollen, ihr kleinen Schweinchen. Was ist das? Was bedeutet das? Oh, scheiße. Warum? Warum Monstergeräusche? Warum jetzt? Der Godzilla-Film ist doch noch gar nicht im Kino. Scheiße. Die Tür da ist aber verkettet und verriegelt. Also... Warte mal. Ich gehe mal runter. Alles gut. Sicher? Oh. Oh nein, der schwammelnde Wabbermann, oder? Nee? Ah, okay. Alles gut. Nee, nee. Ich guck mich mal kurz hier um. Das ist nur das Fenster, oder? Was so komische Geräusche macht. Ich muss einfach dran vorbei wahrscheinlich. Ich muss dran vorbeirennen. Mal gucken. Ja. Ich muss einfach dran vorbeirennen. Alles gut. Hui. So, wo ist jetzt der... Ich meine, Keller ist noch, geht ja nach unten für gewöhnlich, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh nein, er ist scheiße. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. Was? Oh, ich schnell rein. The dark can be many things. Ich will da rein. Warum darf ich das nicht? Oh, scheiße. Warum? Okay, da kann ich mich drin verstecken offensichtlich. Ich darf aber noch nicht. So. Ich muss seinen Kopf nehmen. Okay. Ach, ich kann den Kopf abschrauben wahrscheinlich. Warte mal. Wie mache ich denn das? Jetzt. Kann ich da jetzt rein? Ja. Ich muss den Kopf da rein. Machen, okay. Und jetzt? Ach so. Oh Gott, was ist denn das da hinten? Man erkennt überhaupt nicht, was da ist. The dark can be a silent place. Okay, den seinen Kopf muss ich auch abschrauben. Silence can be empty. Rein mit dem Kopf. It is whatever you make it. Ab mit dem Kopf. Bäh. 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 Aus dem Weg. The dark can be a lonely place. Muss mal durch, danke. Was? Ah! Was? Warte. Ab mit dem Kopf. Nein, nicht runterfallen. Wo muss ich hin? Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Lass mich durch! Schwabbelnder Babamann, glaube ich. Da muss ich hin. Schnell. Aufmachen. Einwerfen. Zumachen. Zumachen. Nein! Be a companion. It is whatever you make it. Hii.
Oh shit. Gleich werde ich gejagt. Sometimes it's better to hide. Ich glaube, das ist nicht gut. To let the dark in. Oh nein. Ab mit dem Kopf. Ab mit dem Kopf. Father's coming. Quick, get in. Ja, mach ich doch. Please. I said, get in. Ja, doch. Oh Gott. Oh Gott, geh rein. Nein. Oh oh, ich muss den richtigen Kopf für den richtigen Körper finden. Das ist keine Aufgabe, für die ich qualifiziert wurde. Kann ich einfach gehen? Ich kann mich auch einfach aus dem Staub machen. Wer war da drin? This land is a wonder to be sure. But how will I ever get home? Home? Now, why'd you want to go to such an awful place? Ein neues Filmplakat gefunden. Endlich habe ich mal wieder ein Collectible gefunden. Aber ich kann hier gar nichts machen mit den Köpfen, siehst du mal. Ich bin momentan kopflos. Offensichtlich muss ich wieder durch dieses merkwürdige Kino durch. It's already started. Ja, ist ja gut. Dieses Programm wird immer schlechter, ey. Das muss man wirklich mal sagen. So, welcher Raum ist jetzt der nächste? Come on! He'll get mad if we're not back before him. Das Kinderzimmer. Na dann. Okay. Alle beschwören sich hier im Live-Chat gerade den wabbernden Schwabbelmann. Oh nein, das ist er. What is that thing? I thought I knew, but now I'm not sure. Oh, Jimmy, it has to take shape in your head first. Ugh. Otherwise, it'll just stay formless. Es ist der schwabbelnde Wabbermann. Das ist nämlich das Ding, was mich immer verfolgt. Der schwabbelnde Schwabbermann. Schwabbelnde Wabbermann. Da kommt er nämlich her aus einer Kindheitsfantasie. Das kleine Schweinchen. Ach, das klingt schon wieder nicht gut. So, Kinderzimmer ist jetzt das nächste Zimmer. Kinderzimmer. Mein geliebter Ehemann, ich schreibe dir diesen Brief mit zittrigen Händen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, endlich von dir zu hören. Als ich von dem erfuhr, was geschehen war, wurde mir bange ums Herz. Es war, als wäre mein Leben von einem schrecklichen Schatten verdunkelt worden. Aber jetzt, da ich weiß, dass du noch unter uns bist, ist dieser Schatten verflogen. Auch wenn es mich schmerzt, von deinen Verletzungen zu hören, so bete ich, dass dich die Tatsache tröstet, dass du hier sein wirst, um die Geburt deines zweiten Kindes zu bezeugen. In ewiger Liebe, unleserliche Unterschrift. Kann das so ein bisschen sein, dass wir vielleicht so ein Kind sind, das nicht gewollt ist? Oder war? Möglicherweise? Ah ja. Gehen wir mal hier rein. Willkommen im Kinderzimmer. Ah. Oh nein, im Kinderzimmer passieren nochmal die schlimmsten Sachen. Offensichtlich haben die Kinder gerne Pirat gespielt, deswegen diese ganzen Erinnerungen. Da hängen die Spielsachen. Also mal ehrlich, jetzt die Spielsachen sind an und für sich schon so gruselig, wie die aussehen. Das, Du Affenkopf. Go on, pick it up. Was ist das? Eine Knarre. Seems the tables have turned, Quartermaster. Curse you and your mutinous puppets. Das ist das Spielzeug. I will not make this easy for you. Das ist das andere Spielzeug. If I am to meet my doom today, it will be by your hands. By your action. Wie muss ich jetzt schießen? Ach so, ich kann jetzt aussuchen. Oh nein, nicht das Spielzeug. Guck. Play your part, villain.
I'm waiting. Do not give in. Okay, ich kann jetzt, aussuchen, wen ich hier erschieße? Ich will die Spielsachen nicht erschießen. Play your part, villain. I'm waiting. Ich will eigentlich niemanden erschießen, wenn ich ehrlich bin, aber ich muss die Wahl treffen, ob ich sie erschieße oder quasi meine Henchmen, meine Spielsachen, die quasi meine Minions spielen. Unglaublich. Okay, ich entscheide mich, glaube ich, für die Spielsachen, aber wir machen mal in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr nicht über Bord geht und keine Folge mehr verpasst. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Mere playthings? Play your part.